Die Kämpfe an der Invasionsfront stehen im Zeichen des heldenmütigen Einsatzes der deutschen Truppen. Sie halten den Feind in seinem engen Landekopf umklammert. Einsatzbesprechung vor einem Spähtrupp-Unternehmen. Der Spähtrupp hat sich an den Feind herangearbeitet. Meldung an die Artillerie. Zerstörte feindliche Panzer. Unsere panzerbrechenden Waffen haben ihnen schwere Wunden geschlagen. Feindliches Artilleriefeuer. Die Gruppe gräbt sich ein. Sturmgeschütze, Grenadiere und Fallschirmjäger riegeln einen örtlichen Einbruch des Feindes ab. Bomber greifen an. Die Jagdbomber werden von der deutschen Flakartillerie immer wieder auf das Schwerste bedrängt.
nur noch ein qualmender Trümmerhaufen. In der Nähe der Flakstellung ist ein feindlicher Jagdbomber notgelandet. Der Pilot wird von unseren Kanonieren gefangen genommen. Das Geschützrohr wird mit einem weiteren Abschussring versehen. Deutsche Panzer im Gegenstoß. Feuerkampf. Ein feindliches Brennstofflager fliegt in die Luft.